Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastuchova, Partner Vermittlung Ukraine. Wir sind heute in der Ukraine, sprechen über das erste Date und das ist bei uns Step 10 bei der Reihe Erfolgreich zum erfolgreichen Partnerablauf und wie Sie alles fehlerfrei machen können und wie Sie erfolgreich zum Ziel kommen, eine gute, seriöse ukrainische Frau oder russische Frau kennenzulernen. Also das erste Treffen. Wir haben dann in den ersten anderen Reihen, Serien, Folgen besprochen, was Sie bis diesem Zeitpunkt machen können, unsere Empfehlungen und Tipps, damit Sie keine Fehler machen. Und jetzt geht es um das Treffen. Sie haben schon die Vorbereitung getroffen, Sie haben schon das erste Treffen geplant und jetzt klären wir, was gehört alles zu dem ersten Treffen. Meiner Meinung nach ist eigentlich alles wichtig. Hier gibt es so viele Sachen, die man aufpassen muss und alles hat Sinn, Bedeutung. Ja, man kann natürlich alles so leicht nehmen und sagen, ich mache mir keine Gedanken, es wird schon alles gut laufen, ich muss einfach so mir nicht so viel Sorgen machen, das können Sie auch machen, oft läuft das gut, aber das kann auch nicht gut laufen, weil zum Beispiel jedes Detail kann natürlich Bedeutung haben, jedes Detail, auch wenn wir denken, sie muss mich so lieben, wie ich bin, aber sie muss zuerst verstehen, wer sind sie, ja? Und die Frau bis zum ersten Date befindet sich noch in der Schwebe. Sie weiß noch nicht, wie sie sind. Verstehen Sie? Weil sie haben natürlich, wenn sie alles richtig gemacht haben, sie haben einen guten Eindruck gemacht. Sie haben diesen Kontakt aufgenommen. Sie haben seriöse, ehrliche Frauen erkannt, entdeckt. Sie haben gut, intelligent, schön Briefe geschrieben, sie haben ein gutes Foto geschickt, sie haben schön sich präsentiert und sie konnten sogar was aufbauen und trotzdem befindet sich die Frau noch in der Schwebe, weil das erste Treffen ist meistens natürlich endgültig vermittelt, endgültig diesen Eindruck, liege ich falsch oder nicht falsch. Ich habe schon meine Eindrücke gesammelt von dem Mann oder von der Frau und jetzt möchte ich in diesem realen Leben diese Person sehen, spüren, um da das Gefühl, damit ich mein Gefühl bestätige. Bin ich richtig? Bin ich hier gut mit meiner Einschätzung oder vielleicht wird er mich noch überraschen. Ich als Frau, ja, die natürlich, die freut sich sehr, sie will sie kennenlernen und trotzdem ist sie sehr aufgeregt vor diesem Treffen, weil die ist noch nicht sicher, ob das, was sie alles erzählt haben, ob sie tatsächlich so sind, weil diese physische, körperliche Nähe vermittelt noch mehr Eindrücke. Deswegen muss man auch hier natürlich bei dem ersten Date verstehen, was ist unser Ziel. Natürlich, sie haben mehrere Favoritinnen oder eine Favoritin und das Ziel ist natürlich zu klären, zu verstehen, möchte ich mit dieser Frau weitere Schritte machen, Zukunft aufbauen. Und gleiches Ziel hat auch die Frau. Möchte ich mit diesem Mann weiter aufbauen? Weil sie haben schon Favoriten ausgesucht. Der Mann oder die Frau ist für sie interessant. Und jetzt wollen sie wissen, möchte ich mit dieser Frau die Zukunft aufbauen? Das ist ihr Ziel. Das ist ihr Ziel. Und natürlich, meistens liegen die Männer auch natürlich auch richtig mit ihrer Einschätzung, weil wir haben dann ihnen geholfen, diesen Kontakt aufzunehmen. Sie haben durch diese Briefe geklärt einiges. Jetzt wollen sie natürlich ihr Gefühl bestätigen. Meistens enttäuschen sich die Männer von der Frau eigentlich nicht. Meistens haben sie auch richtiges Gefühl bekommen. Hier muss man aber nicht vergessen, dass die Frauen auch dieses Ziel haben, dieses Gefühl zu bestätigen, möchte ich mit diesem Mann die Zukunft aufbauen. Das vergessen meistens die Männer, weil Männer manchmal verlieben sich und sagen, ja, die ist ja wunderbar, die ist ja toll, hat den anderen allen abgesagt, fliegt zu dieser und die Frau ist irgendwie zurückhaltend, ein bisschen unsicher und weil die Frau, die ist noch in dieser Phase, die möchte auch sicher sein. Die hat noch diese Entscheidung noch nicht getroffen. Manchmal
spürt man bei der Frau, dass sie diese Entscheidung schon vor dem ersten Date tatsächlich getroffen hat. Nur, hier muss man natürlich wieder dazu kommen, widerspiegelt die Frau das, was sie auch spüren. Deswegen bei diesem, wie erfolgreich wird ihr erstes Date ablaufen, hängt vieles davon ab von zwei Sachen. Das sind zwei Sachen, die werden auf die Qualität des ersten Dates einwirken. Das ist diese Intensivität, der Aufbau des Kontaktes, der Beziehung vor dem Treffen und zweitens die Qualität, die Organisation des Treffens selbst. Über die Vorbereitung haben wir schon die ganze Zeit gesprochen. Das sind diese Schritte 1 bis 9. Wie sie geschrieben haben, wie sie die Frau gespürt haben, wie intensiv haben sie die Briefe ausgetauscht. So kann man auch schon einschätzen, wie gut haben sie dieses Basis aufgebaut. Wie gut haben sie dieses Gefühl. Worauf beruht ihr Gefühl? Nur einfach spontan, sie haben das Foto gesehen und dann das Gefühl schiebt hoch und sie sagen, oh, die ist cool, das klappt, das ist wunderschön. Oder sie haben dieses informatives Gefühl von mit der Widerspiegelung, wo sie sehen, das, was ich sage, genau so kommt das zurück. Das heißt, schreiben sie einmal in der Woche oder schreiben sie jeden Tag. Das ist ein Unterschied. Schreiben sie zwei Zeilen am Tag oder schreiben sie viel am Tag? Wie antwortet ihnen die Frau? Antwortet sie schnell? Antwortet sie genauso emotionell gefärbt? Antwortet sie genauso viel mit Inhalt? Das ist alles gehört zu dieser Vorbereitung für das erste Date. Und so kann man schon einschätzen, wie intensiv und wie gut haben sie diese Beziehung aufgebaut. So kann man schon einschätzen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau beim Date auch das widerspiegelt wird, was sie fühlen, sehr hoch ist. Und genauso anders, ne? Wenn sie zum Beispiel so nicht so richtig Feingefühl entwickelt haben und sie können nicht einschätzen, was die Frau jetzt fühlt, schreibt sie aus Höflichkeit oder spürt sie genau das? Ist sie höflich oder ist sie jetzt ehrlich mit ihnen? Schreibt sie nur, damit sie, weil sie denkt, das ist angenehm zu schreiben, damit er sich freut, sie zum Beispiel das zu lesen. Oder denkt sie wirklich so und ist sie offen? Das muss man einschätzen können. Ja? Oder können sie natürlich dieses unglaublich gutes Feingefühl haben und das können sie bei der Frau spüren, wenn sie im direkten Kontakt sind. Oder zum Beispiel, wenn wir sie begleiten, dann natürlich können wir bei der Frau das auch spüren. Wenn die Frau mit uns redet und wenn der Mann sagt, weißt du, Natalia, ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Das höre ich ja immer wieder. Und wenn die Frau mir dasselbe sagt, ich sage, Natalia, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oder wenn die Frau sagt, Natalia, der ist zwar sehr nett, aber das Treffen zeigt. Das ist ein ganz anderer Fall. Ne? Deswegen, das widerspiegelt noch nicht das, was sie fühlen. Und hier muss man ganz schön das sehen, einschätzen, um ihnen zu helfen, natürlich richtiges Gefühl, richtige Einschätzung zu bekommen, wenn sie zum Beispiel zum ersten Date fliegen. Gut, dann sind wir jetzt bei dem ersten Date. Ja, wie ich gesagt habe, ich bin jetzt auch in Kiew und hatte auch jetzt mehrere Kunden begleitet und mehrere erste Dates. Und deswegen sind wir jetzt genauso bei dem richtigen Thema hier. Also sammeln wir jetzt Love-Energie aus Kiew und deswegen mit frischen Erlebnissen und frischen Eindrücken berichte ich Ihnen direkt aus Kiew. Also ich finde, meiner Meinung nach, alle Details sind bei dem ersten Date sehr, sehr wichtig. Das heißt, welches Hotel wählen Sie, was Sie anziehen, wie Sie zum Beispiel vom Hotel von dem Flughafen zum Hotel kommen, wo Sie essen gehen, welche zum Beispiel kulturelle Sehenswürdigkeiten und sowas Sie besichtigen, wie Sie den Tagablauf planen, ob Sie planen, den ganzen Tag im Café sitzen oder bummeln, bei welchem Wetter ist das alles stattfinden wird und
Es sind so ganz, ganz, ganz viele Sachen, die gehören alle zusammen, damit die Frau sich wohl mit ihnen fühlt. Es geht nur darum, fühlt diese Frau sich mit ihnen wohl? Das heißt, sie müssen eigentlich während dieser Reise, während dieses ersten Treffens, so Atmosphäre aufzubauen, dass die Frau sich tatsächlich die ganze Zeit bei ihnen wohlfühlt. Warum ist das so wichtig? Nicht nur, damit sie sie wie Prinzessin behandeln, sondern nur, wenn sie sich wohlfühlt, sie beruhigt sich, sie hat keinen Stress, dann beginnt sie sich öffnen, dann beginnt sie zuerst, schaltet sie diese Bewertung ab. Sie wird nicht mehr so gestresst in diesem Testmodus sich befindet, wo sie dann alles darauf richtet, diesen Mann einzuschätzen, wer ist denn da? Ich habe jetzt nur einen Tag oder nur ein paar Stunden und ich muss bewerten, will ich weiter? Ist das, lohnt sich weiter mit ihm aufzubauen und wie? Von diesem Gefühl, was jetzt die Frau im Kopf hat, hängt das Weitere. Wie werden weitere Schritte jetzt verlaufen? Ist die Frau bereit, jetzt zum Beispiel zu Ihnen zu fliegen oder nicht bereit? Ist die Frau bereit, sich nochmal mit Ihnen zu treffen oder nicht bereit? Ist die Frau bereit, schon Ihnen Ja zu sagen, ich will dich heiraten oder nicht bereit? Alles hängt davon ab jetzt, wie sich die Frau mit Ihnen diese Zeit fühlt. Das heißt, kommen Sie vom Flughafen zum Hotel total durcheinander, total gestresst, total nervös. Sie wissen, kennen die Stadt noch nicht und die Frau kommt zum Beispiel aus einer anderen Stadt, ist total nervös und die kennt Kiew nicht und erwartet, dass sie noch hier Regeln bisschen, wo sie hingeht oder sowas, wie sie zum Beispiel diesen Ablauf beim ersten Date planen, gehen sie zusammen irgendwo bummeln oder sitzen sie zusammen im Hotel die ganze Zeit, weil sie da die Stadt nicht kennen, schneit es oder regnet es, sie haben Bummel auf der Straße geplant, aber es ist kalt und nass, dann fühlt man sich unwohl dabei. Da gibt es so viele Sachen, deswegen hängt davon ab, wie qualitativ wollen Sie das alles aufbauen. Wollen Sie sich jetzt entspannt und schön und ruhig sein, dann natürlich wäre schön, eine Dolmetscherin vor Ort zu sein. Auch die nicht nur die unterstützt bei der Sprache, sondern die das Ganze alles organisiert und die Frau empfangen wird und Ihnen irgendwie spontan sofort anbietet, vorschlägt, was gerade im Moment passt. Weil die Dolmetscherin, erfahrene Dolmetscherin, die natürlich von unserer Agentur zum Beispiel ist, die schützt die Seite des Mannes, muss man immer wissen. Der Mann ist, der bezahlt natürlich Arbeit für alle, deswegen die steht auf der Seite des Mannes. Das heißt, wenn die Frau kommt und sagt, ich nehme eine Freundin, die Deutsch kann, die hilft uns, das ist nicht dasselbe. Die schützt nicht die Interessen des Mannes. Deswegen von diesen vielen, vielen Sachen hängt die Qualität des Treffens. Hier muss man sagen, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 wichtigste so Momente. Ihnen wollte ich erwähnen, was sehr wichtig bei diesem ersten Date sein muss. Ne? Ist. Also, das ist diese angenehme Atmosphäre. Sie müssen tatsächlich der Frau bei diesem Treffen möglichst angenehme, entspannte Atmosphäre anbieten. Das heißt, zum Beispiel, wenn Sie alleine fahren, ohne Englisch, und mit Englisch oder die Frau kann perfekt Englisch, dann müssen Sie natürlich überlegen, wie kümmere ich mich um diese angenehme Atmosphäre, damit die Frau ihren Stress und Angst erstmal loslegt. Ja, auch das letzte, die letzten Treffen waren so. Ich habe mehrere Kunden, mehrere Frauen begleitet und es war immer so, die Frauen kamen und die waren sehr, sehr aufgeregt. Man muss sagen, das sind nicht alle Frauen, Frau zu Frau. Und der Mann sagte, warum hat sie denn Angst? Warum hat sie? Ja, warum denn? Warum denn? Das hat man immer wieder schon gesagt. Die Frauen, die keine großen Erfahrungen mit Ausländern hatten, die hatten zum Beispiel vielleicht
Noch nie Dates mit Männern, die sind aufgeregt und die haben Angst. Auch wenn sie perfekt Englisch sprechen und Deutsch, die wissen nicht, was der Mann von der Frau erwartet. Die sind nicht bereit, mit dem Mann ins Bett zu gehen am ersten Tag, muss ich schon erwähnen. Das sind auch Ängste der Frauen und die wissen die Frauen nicht, ob der Mann das erwartet von der Frau am gleichen Tag. Es gibt Männer, die das erwarten, tatsächlich auch bei uns, die Kunden gibt es solche. Ja, die zum Beispiel sagen der Frau, komm, ich habe zwei Hotelzimmer gebucht, dann kommt sie und landet in gleiches Zimmer bei ihm, weil er das nicht zwei Zimmer gebucht hat. Auch bei uns, da kann ich auch nicht den Frauen garantieren alles. Ja? Und deswegen haben sie auch panische Angst. Was will er von mir? Die hat zwar Interesse, aber Frauen, die nicht sehr starken Selbstbewusstsein haben, das sind deutsche Frauen, die haben sehr starkes Selbstbewusstsein, dann sagt er sie, du da, noch einmal, sowas sagst du, dann passiert Folgendes. Das sagt ukrainische, russische Frauen nicht. Die sind vorsichtig und durch diese Dominanz der Männer in der Ukraine oder Russland sind sie sowieso unter dem Druck und die fallen auch wieder schnell unter diesen Druck und die trauen sich diesen Nein zu sagen. Deswegen diese Ängste, besonders die Frauen, die überhaupt noch nicht Erfahrungen mit ausländischen Männern haben, die haben noch mehr Ängste. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich finde, viel schlimmer sind die Frauen, die viele Erfahrungen mit ausländischen Männern haben, weil hier werden sie nicht mehr verstehen, ob die Frau es ernst meint, wenn sie lacht, ob die Frau es ernst meint, wenn sie lächelt, ob die Frau es ernst meint, wenn sie flirtet mit ihnen. Das können sie hier nicht verstehen, so investieren sie viel Zeit rein, aber sie wissen immer noch nicht, ob die Frau es ernst mit ihnen meint. Weil die hat eben gut gelernt, wie sie mit Männern umgeht. Deswegen die macht es so wie professionell. Die verbringt mit dem Mann wunderbar Zeit und sie wissen nicht, ob die Frau natürlich jetzt ernst meint mit ihnen. Oder sie flirtet, sie macht einfach Spaß. Sie, die Frau, die geht nicht unbedingt mit ihnen ins Bett, weil sie immer sagt, nein, 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 nein. Ich kenne die Männer. Ich weiß das. Jetzt aber nein. Die Frauen, die es ernst meinen und sie wissen, ich weiß nicht, was da, die haben natürlich Angst, die haben Panik, die sind ein bisschen unter Druck. Und bei diesen Frauen natürlich ist es super, sehr, sehr schön, wenn man eine Begleitung hat. Die trauen das nicht zu sagen, aber ich merke immer wieder, die freuen sich. Deswegen müssen sie unglaublich feinfühlig sein und fragen die Frau, wie möchtest du das, wie stellst du das vor? Wir haben die Möglichkeit, eine Dolmetscherin für einen Tag zu nehmen, mindestens für einen Tag, wenn Sie zum Beispiel in Kiew planen. Wir haben Dolmetscher in Kiew und dann freut sich die Frau. Wenn Sie sagen natürlich, ich finde, wir brauchen keine Dolmetscherin. Das ist schon Druck auf die Frau. Sie finden, wir brauchen keine Dolmetscherin. Das heißt, Sie haben sie nicht gefragt. Und die Frau, die fällt unter diesen Druck und sagt, ja, wenn er das sagt, weil er bezahlt, dann erwartet er von mir, dass ich natürlich nicht jetzt meinen Wunsch ausdrücke, weil ich das nicht bezahle. Sonst sagt er mir, dann bezahl du, wenn du eine willst. Weil zum Beispiel, es gab schon zum Beispiel solche bei uns Fälle, die Frau sagte, ich kann nicht so ganz Englisch, können wir eine Dolmetscherin nehmen? Dann sagte der Mann, nein. Wir sind hier nicht im Kindergarten, ich möchte hier nicht dritte Person 24 Stunden hier in meinem Zimmer haben. Das ist natürlich nicht unbedingt, wissen Sie, dieses Feingefühl, das ist schon sehr starker Druck auf die Frau. Sie entscheiden das einseitig und sie erwarten, dass die Frau alles tut, was sie sagen, sich anpasst an sie. So Beziehung anfangen, finde ich nicht gut, weil ich sehe daher wirklich nicht unbedingt gute Chancen, dass diese Beziehung wirklich auf diesem Balance sich entwickeln wird. Weil da ist schon am Anfang an ist schon dieser Druck auf die Frau. Sie vielleicht kommt zum Treffen und wird so die ganze Zeit nur so vielleicht freundlich und schön dankbar nicken und lächeln, ja, schön, nett, nett, schön. Und wenn sie küssen auf die Wange, die gibt ihnen Wange, ja, küssen wir uns auf die Wange, ist okay. Und dann nach 3 Tagen werden sie sich vielleicht fragen, warum
meldet sie sich nicht mehr. Und warum möchte sie den Kontakt mit mir nicht? Weil sie am Anfang an schon Druck gemacht haben auf die Frau und sie haben Dialog abgebrochen und es ging nur in den Monolog mit bei dieser Geschichte. Deswegen, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, diese Partnersuche und Partnervermittlung, klar. Ich muss nur schon sagen, wenn das alles über Agentur geht und über Briefe mit Agentur und die Begleitung bis zum ersten Date, dann machen Sie nie Fehler. Dann machen Sie nie Fehler. Das gibt es hier keine Fehler. Weil wir sind immer dabei, wir gucken mit. Wir steigen sofort da ein, wo wir sehen, da ist nicht so gerade passend. Wenn wir sehen, wie der Frau läuft, ist wunderbar, dann konnte man dieses Treffen verlängern. Frauen fragen die Frau, wenn sie möchten, wir fragen die Frau, ob sie noch einen Tag bleiben kann. Und das ist immer diese schnelle Reaktion in dem aktuellen Moment, wir passen uns an die Situation. Ja? Das ist diese Art angenehme Atmosphäre. Die liegt natürlich in Ihrer Hand, ob Sie diese angenehme Atmosphäre schaffen. Wenn Sie natürlich noch nie in Kiew waren, in der Ukraine nicht waren, Sie sind total gestresst, Sie können Russisch-Ukrainisch nicht und Sie erwarten, dass die Frau sich um Sie kümmert. Es ist gut, wenn die Frau aus Kiew ist, wenn sie super Englisch oder Deutsch kann, wenn sie schon mit der Frau gesprochen haben vor dem Treffen, Videochats gemacht haben, Videotelefonate gemacht haben. So. Manche reden jede Stunde per Skype und sie sehen sich, sie reden miteinander und dann die Frau sagt, Mensch, ich kenne mich super da in Kiew und wir brauchen wirklich, da kommt von ihr das schon, wir brauchen keine Dolmetscherin und wenn sie auch dieses Gefühl haben, das ist wunderbar, das wird auch laufen, dann merken sie, die Frau mag diese Atmosphäre. Wenn sie merken, die Frau ein bisschen zurückhaltend und so ein bisschen schwer kommt sie raus, das heißt nicht, dass sie kaltherzig ist und distanziert, das kann schon sein, dass sie unsicher ist. Und da müssen man überlegen, was kann man dafür tun, dass sie sich entspannt. Und hier muss man natürlich auch Feingefühl haben, ist sie unsicher und hat ein bisschen Angst und Bedenken oder hat sie ein anderes Problem? Oder ist sie vom Charakter, vom Typ so vielleicht? Oder mag sie noch nicht so richtig? Verstehen Sie? Hat sie wie starkes Interesse? Und da sind so viele diese kleinen Teile, die man natürlich beim ersten Date klären kann. Sie werden das nie klären, wenn die Frau weiter diese Unsicherheit hat, sich unter Druck fühlt und dann natürlich diese Distanz, die wird dann natürlich nicht verschwinden. Die bleibt dann, diese Distanz. Gut, das ist dieser Stress und Aufregung. Punkt B. Wenn die Frau dann natürlich kommt, das erste Treffen. Sie haben Stress und Aufregung, die Frau hat Stress und Aufregung. Zusätzlich zu den Ängsten und Unsicherheiten kommt Stress und Aufregung. Wie gut kommen Sie mit Ihren Emotionen um? Sie kennen sich sehr gut. Sie merken, wenn etwas passiert, können Sie immer ausgeglichen bleiben, immer Lächeln bewahren, immer diese Ruhe nach außen zeigen, weil Sie, der Mann, Sie müssen die ganze Zeit der Frau zeigen, ich habe diese Situation unter Kontrolle. Ich bin immer ruhig und auch wenn etwas nicht klappt, der Koffer ist gestohlen und ich weiß nicht, man hat ihnen Geld geklaut, damit sie nicht ausrasten, damit sie diese alle Situation unter Kontrolle haben, nichts darf aus Kontrolle geraten. Weil die Frau, die befindet sich die ganze Zeit in diesem Bewertungsmodus. Und wenn sie sieht, zum Beispiel der Kellner hat ihnen irgendwie statt Borsch irgendwie Nudel gebracht und sie rasten aus, dann die Frau wird schon natürlich ganz genau einschätzen, wow, wenn er schon wegen so einer Kleinigkeit ausrastet, was kann ich natürlich in der Zukunft von ihm erwarten? Dann bringt er mich um, wenn ich irgendwas dann Schlimmes mache. Wenn ich zum Beispiel seinen Teller kaputt schlage in seinem Haus oder noch was, dann bringt er mich um. Kann ich mit diesem Mann Zukunft aufbauen, wenn er ausrastet und Emotionen nicht unter Kontrolle hält? Und hier in Kiew, in neuem Land für Sie, in neuer Stadt für Sie, wo nicht jeder Englisch spricht, Deutsch schon gar nicht,
ist es einfacher, weil der Zins natürlich läuft noch alles anders als in Westeuropa, muss man sagen. Und dann auch in dieser Situation müssen Sie immer mit Lächeln und strahlendem Gesicht der Frau Wärme vermitteln und ihr das Gefühl vermitteln, Sie haben alles unter Kontrolle. Sie geben der Frau weiter Unterstützung, auch wenn die Frau hier zu Hause sind, erwarten Sie nicht, dass Sie wie ein Kind sind und die Frau kümmert sich um Sie, weil eigentlich die Frau sucht jemanden, der sich um die Frau kümmert. Und hier landen Sie erstmal in die Situation, wo die Frau Sie unterstützen muss. Gut, Sie nehmen das natürlich in Kauf, diese Unterstützung. Aber trotzdem müssen Sie der Frau vermitteln das Gefühl, Sie sind der Herr der Situation. Natürlich hilft die Frau Ihnen, Sie bedanken sich und sagen, Mensch, das ist ja so toll, hier in fremdem Land, Kiew, da kann ich deine Hilfe sehr gut gebrauchen. Aber trotzdem muss man natürlich dieses Gefühl Ausgeglichenheit und Sicherheit ihr vermitteln. Das heißt, Stress und Aufregung dürfen nicht ihre Charisma natürlich zerstören. Verstehen Sie mich? Die Frau guckt und da kommt die Frau gestresst und aufgeregt. Und dann müssen Sie noch in der Lage sein, die Frau beruhigen und sie befreien von diesem Stress und Aufregung und der Frau dieses Sicherheitsgefühl geben. Das spielt auch Rolle. Und wenn natürlich wieder, sage ich, eine Dolmetscherin hier ist und oder ich sehe das ständig, erster, zweiter Tag sind die beiden angespannt. Und das Missverständnis entsteht, ist sehr schnell. Da gerade habe ich das Paar verlassen, bekomme ich schon am Abend, der dritte Tag waren sie alleine, bekomme ich schon Nachrichten. Natalia, Hilfe, Hilfe, alles war gut und dann auf einmal meldet sie sich nicht. Ich verstehe nicht, wo ist das Problem. Wir haben Englisch versucht, wir haben mit diesem digitalen Übersetzer versucht, aber irgendwie hat er vielleicht falsch übersetzt und die meldet sich jetzt nicht. Das ist schon der dritte Tag und zwei Tage war ich mit dem Paar und da waren die beiden waren so ziemlich wortkarg, ja? Nicht viel gesprochen. Ja? Deswegen mit mir hat er gesprochen und sie, dann kamen wir kamen gut natürlich in Gespräch. Aber die waren beide natürlich noch angespannt und dann der dritte Tag, da beginnen schon Missverständnisse. Aber die haben sich schon gut kennengelernt. Deswegen diese Missverständnisse klären wir schnell. Nun, die haben sich kennengelernt und sie wissen, wo sie sich wenden können. Deswegen müssen sie auch dran denken. Hier gibt es natürlich so auch Problemchen, können stehen. Ne? Also, Nummer drei, sie vermitteln der Frau Sicherheit und Zuverlässigkeit, müssen sie immer denken. Die müssen immer mit ihnen sicher bleiben. Ne? Und das vierte Problem, diese Sprachkenntnisse. Sprachkenntnisse. Das sind schon diese Probleme, die zum Beispiel die Sprachen können diese Probleme entstehen. Wenn die Frau Sprache nicht kann, Deutsch oder Englisch, muss man auch verstehen, die Qualität der Unterhaltung senkt sehr. Das heißt, es bleiben ihnen nicht viel, außer Hände und Füße. Gut, wenn das gut ankommt bei der Frau, manchmal kommt das nicht gut an. Und manchmal unterschätzt man das. Man denkt, na gut, wir gehen spazieren, es wird alles und schön und lustig, wir werden gucken, wir haben diesen digitalen Übersetzer. Nun, wissen Sie, ich habe das immer wieder mitgekriegt, Folgendes, wenn die Frau nicht gut Sprache kennt und da wirklich muss man immer wieder nach einem Wort suchen oder digitaler Übersetzer, der kann auch nur ganz einfache Sätze übersetzen, dann muss man wirklich nur ganz kurz sagen, kurzen Satz, damit das weitergegeben wird und dann so sitzt man gegenüber und dann bleibt es nur diese Körpersprache. Ja? Körpersprache wird der Mann schneller Wunsch bekommen, näher zur Frau zu kommen und dann wieder bekommt die Frau den Wunsch, der will von mir nur das eine. Manchmal habe ich dann schon Paare mitgekriegt, wo sie dann sagen, auch die Frau ist sehr mutig und sagt mal, ach, weißt du, wir brauchen keine Dolmetscherin, wir kriegen dann schon hin. Sie kommt aus einer Stadt nach Kiew, er fliegt nach Kiew und die buchen 7 Tage Hotel. Ein Tag, 2 Tage, die haben dann nur miteinander geschlafen und dann Kommunikation nicht viel, weil die kaum Englisch oder Deutsch gesprochen hat. Und dann haben sie natürlich dann 2, 3 Tage geschlafen, war lustig. Und dann ist ein Loch. Und dann ist ein Loch. Man kann nicht nur 4, 7 Tage dann im Bett bleiben. Dann entsteht ein Loch. Man will austauschen. Und dann hat man das Gefühl, man hat vom Ende angefangen.
Habe ich schon Ihnen gesagt, meiner Meinung nach, eine gute Ehe ist nicht das Ergebnis von einem guten Sex, sondern umgekehrt. Ein guter Sex ist Resultat, Ergebnis von der guten Ehe. Deswegen, die gute Ehe entsteht auf der Basis der anderen Sachen, nicht nur auf dem Sex. Ne? Deswegen, da hat man so 3 Tage Spaß gehabt, Körpersprache angewendet, die Frau war bereit und sogar selbst war motiviert, komm, komm, wir brauchen keine dritte Person, ich möchte sofort dich haben. Gut, aber dann hat diese Frau gerade sich empört, das war gar nichts, das war langweilig, wir waren 7 Tage durch die Stadt gebummelt, es war kalt und nass, wir konnten uns nicht verstehen, ich kenne Kiew nicht und er auch nicht, das war irgendwie niveaulos. Also hat man auch geplant, so hat man das auch natürlich gehabt dann am Ende. Gut. Aber entscheiden Sie immer und Sie müssen das einschätzen, die Gefahren. Ja? Wenn Sie gutes Ergebnis haben, dann müssen Sie wissen, alles hängt von diesen Kleinigkeiten, ganz vielen Kleinigkeiten, vor dem Treffen, während des Treffens. Und dann werden Sie sehen, wo kommen Sie an. Alles ist wichtig. Ja, und das Wichtigste, fünf, der Punkt 5, Ihr Feingefühl. Nur, wenn diese alle 4 Sachen, Sprache, entspannte Atmosphäre, kein Stress, keine Unruhe, angenehme, kontrollierte Emotionen, Ehrlichkeit, wenn Sie diese alle Sachen haben bei diesem ersten Date, wenn Sie dieses Basis geschafft haben und alles läuft mit diesen Eigenschaften und ausgeglichen und schön, erst dann können Sie endlich Ihr Feingefühl einschalten, Ihr Bauchgefühl, wie man sagt, dass Sie sich erstmal entspannen und versuchen, sich auf diese Frau einzustellen. Das heißt, Sie müssen in diesem Moment nicht mehr denken, was muss ich zeigen, wo muss ich mit ihr hin, in welchem Café ist es gemütlich, in welchem Restaurant können wir ruhig sitzen und sprechen, wie zum Beispiel hier kann man wunderschön hier halben Tag sitzen und sprechen, keiner stört uns hier in diesem angenehmen, netten Hotel. Und wenn Sie diese alle Sachen schaffen, wo Sie Ruhe haben, gute Einstellung, entspannt sind, die Frau hat dasselbe, erst dann können Sie spüren, wie wirkt die Frau auf mich hier. Fühle ich mich dieser Frau wohl oder nicht? Aber um zu verstehen, dass die Frau so ist, die muss auch das alles spüren wie Sie. Sie muss auch, jemand muss ihr auch diese Angst, diesen Stress, diese Aufregung, Unruhe wegnehmen. Jemand muss sich für diese angenehme Atmosphäre beim ersten Date kümmern. Jemand muss denken, welches Restaurant, was ist passend, was mag die Frau, was will sie. Jemand muss sich daran denken. Das ist gute Qualität. Und dann entspannt sich die Frau, die fühlt sich wohl und die muss auch ehrlich Ihnen vermitteln. Nur dann werden Sie natürlich spüren, wie weit bin ich jetzt mit der Frau, wie wirkt die Frau auf mich, wo sind wir angekommen, mag ich diese Frau oder nicht. Und natürlich das Wichtigste müssen Sie auch wissen, was spürt die Frau in dieser Zeit. Und wenn man das alles hat, dann werden Sie ganz genau wissen, wie gehen wir weiter. Möchte ich mit dieser Frau Zukunft aufbauen oder nicht? Will die Frau mit mir die Zukunft aufbauen oder nicht? Und wenn wir von den beiden Seiten diese Bestätigung bekommen, dann kann man die nächsten Schritte planen. Je weniger von diesen allen Sachen, die ich Ihnen genannt habe, von diesen hunderten Kleinigkeiten und Details Sie haben, desto schwieriger einzuschätzen, wo ist man angekommen beim ersten Date auch. Wo sind Sie? Was fühlt die Frau überhaupt? Ne? Da können Sie natürlich zu diesen Dates, die können zu gleicher Frau noch 10-mal fliegen. Und sie wissen immer noch nicht, ob sie sie mag oder geht sie mit ihnen nur durch Restaurants bummeln, durch Kio bummeln und Cafés und ich weiß nicht was. Man alles Theater und sowas. Ne? Und damit man natürlich gezielt einmal reist und bei diesem ersten Date klärt alles, muss man einfach möglichst viel von diesen einzelnen Details vorbereiten, klären und planen. Und das ist möglich.
Natürlich ist das möglich. Nur einfach ist das nicht. Ja? Je mehr sind die Erwartungen, vieles hängt das, welche Frau will der Mann haben, welche Frau sind wir, haben wir angesprochen, von der Qualität der Menschen, ja, wie anspruchsvoller Menschen sind und unglaublich viele. Deswegen, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Partnervermittlungsablauf ist individuell. Das muss man wissen. Deswegen, liebe Männer, was will ich in diesem Video Ihnen vermitteln? Ernst nehmen. Ernst nehmen. Seriös nehmen. Wenn Sie zum Beispiel wirklich Ihre Zukunft aufbauen wollen für den Rest des Lebens, es lohnt sich auch ernst zu nehmen. Man kann nicht einfach so nach Kiew fliegen. Ach, ich fliege schon. Ich habe mich schon immer gefreut auf Kiew und in die Ukraine und ich werde meine Traumfrau treffen. Nee, nee, muss man schon hier richtig Prioritäten setzen. Was ist jetzt Ihr Ziel? Ist es jetzt ernst bei Ihnen? Wenn das ernst ist, das können Sie nicht sagen, zum Beispiel dann, wir brauchen keine Dolmetscherin, ich will nicht, dass sie 24 Stunden hier bei mir auf dem Hirten der Rücken sitzt. Das, wissen Sie, Dolmetscherin hat auch keine Lust, mit Ihnen 24 Stunden zu sitzen. Die hat maximal 8 Stunden Arbeitszeit. Ich überziehe oft meine Arbeitszeit. Die Dolmetscherin, die geht um 8 Stunden, hat 8 Stunden nach Hause. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Wenn Sie wirklich ernst meinen, dann lohnt sich auch diese Investition. Und wenn die Frau Ihnen schon Zeichen gibt, ich spreche nicht so gut Englisch, wäre nicht schlecht, eine Dolmetscherin, und Sie sagen, nee, solche Frau brauche ich nicht, das ist nicht gut, das ist nicht seriös, liebe Männer. Das konnte die Frau ihres Leben sein. Nur weil sie unsicher ist und die schätzt sie so sehr und sie will keinen Fehler machen und sie sagen, das kann ich nicht gebrauchen. Ich empfehle Ihnen wirklich, nochmal zu überdenken den ganzen Ablauf, weil das wichtig ist, weil jeder Schritt ist hier wichtig, damit Sie wirklich dann den Rest des Lebens mit der richtigen Frau auf Ihrer Seite bleiben. Was ich auch Ihnen wünsche und gerne dabei unterstütze. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen, vielen Dank für Aufmerksamkeit und für Likes, für Ihre Kommentare. Ich hoffe sehr, dieses Video ist für Sie nützlich. Und ich glaube, die Tipps, wenn Sie denen folgen, werden Sie viel erfolgreicher. Und die das alles ernst nehmen und denen folgen, werden auf jeden Fall erfolgreich sein. Bis dann!